So, die Frische eines Fisches erkennt man zum einen an den Augen. Die Augen müssen glasklar sein. Zum Zweiten, die Haut muss auch glänzend sein, also die Schuppen glänzend sein. Und zum Dritten, die sind jetzt zwar nicht da, aber beim Einkaufen sieht man natürlich die Lungenflügel der Fische, Kiemen, die Kiemen. Kiemen, genau. Und die Kiemen müssen tiefrot sein und schön lebendig ausschauen. Wenn sie ein bisschen ins Matte, ins Hellrosane gehen, dann wieder lieber die Finger davon lassen. Das wäre es eigentlich. Also wenn man diese drei Punkte beisammen stellt und schaut sich einen Fisch an, dann muss dieser Fisch eigentlich nur einen gesund anschauen, mehr nicht. Dann ist er frisch, ne? Ja. Zuerst den Wolfsbarsch waschen, das Innere herausnehmen, ist schon ausgenommen, ausgenommener Fisch, und jetzt kurz unter dem Wasserhahn waschen. Bevor wir die Fische in den unter den Grill geben, können wir unseren Wolfsbarsch ein bisschen anschneiden. Führt dazu, dass das Fleisch des Fisches einfach ausgeglichener gebraten wird. Je nachdem, manche schneiden den senkrecht, so wie der Händler hier. Ich bevorzuge eher eine diagonale Linie, etwas kleiner und davon dann zwei Schnitte einfach. So, was tun wir jetzt? Jetzt haben wir hier unsere Schale. Dann salzen wir ein bisschen unsere Fische vor, innen genauso wie außen. So, danach nehmen wir ein bisschen Olivenöl und massieren unsere Fische Mit dem Öl jetzt, ja? mit dem Öl zusammen, innen genauso wie auch außen. So wie in einer Spa-Massage, schön gleichmäßig, mit viel Liebe das Olivenöl einmassieren. Jetzt sind sie hier vorbereitet, fertig vorbereitet, die Fische, und liegen bereit zum Grillen. Die sind fertig gesalzen und fertig geölt und fertig massiert, ne? So, in den vollen Kühlschrank stellen, wenn da noch ein bisschen Platz ist, und 15 Minuten warten lassen, ne? Jetzt haben wir unsere Fische ein bisschen im Erholungskühlschrank Ausruhen lassen. ausruhen lassen. So. Und jetzt kommen Sie auf die Ofenplatte, ne? Genau. Ich würde empfehlen, die größeren Fische in die Mitte und die etwas dünneren Kollegen an die Seite. Wir wollen jetzt draußen den Fisch zubereiten, und hier auf dem Tisch haben wir einen kleinen Besucher. Eine kleine Grille. Hier, das gehört auch dazu, wenn man auf der Terrasse kochen möchte. So. Du musst jetzt aber hier weg. Du Kleiner. Oradan çıkana bir kapıdan oğlum. Hop, weg. Auch noch mal typisch türkisch. Wir haben jetzt den kleinen Backofen auf die Terrasse gebracht, damit es im Haus nicht nach Fisch stinkt, ne? Genau. Das ist typisch türkisch, wirklich. Einige haben aber sogar ihren stinken tut das Ofen. nicht, wenn, dann riecht das. Ja, aber einige haben ja ihren Ofen sowieso auch auf dem Balkon oder auf der Terrasse, ne? Hier in der Türkei. Ist auch Genau. interessant So, wir immer. schieben jetzt die Fische auf die mittlere Schiene. Die Hitze kommt nur von oben. Genau, Grillfunktion, ne? Hast du. Grillfunktion, Und in die genau. Mitte dann hinstellen, Und okay. auf die mittlere Schiene Aber zuerst nicht zu nach Beginn. oben. Nicht, also nicht ganz oben, sonst wird es, glaube ich,
Nein, Sie brauchen links, schon ein wenig Zeit. Also in die Mitte und dann Grillfunktion einschalten. Langsamer ist besser. Und welche Temperatur? Also das ist auf Maximaltemperatur und zwar in der Grillfunktion. Gut, aber in Deutschland gibt es hier andere Geräte, da musst du die Temperatur sagen. Keine Ahnung. Gut, also über 200 bestimmt, ne? 220. Sicherlich. Okay. So, jetzt? Filmst du die Fische? Ja. So, jetzt sehen wir, dass sie schon ein bisschen angebraten sind, aber die Vorderseite ist noch ein bisschen wenig, deswegen drehen wir jetzt das Tablett. So, jetzt sind die fertig. Hm? So, wenn die oben so ein bisschen leicht rötlich, ne, angebraten sind, kann man die schon wenden. Genau. Ach, diese Hunde hier. Genau, einmal wenden. Genau. Man sieht, die Grillfunktion ist ja nur funktioniert von oben, deshalb muss man die einmal wenden. Die einmal gewendet und nochmal in die Mitte schieben und genau, weiter grillen, ne? Genau. Okay. So, jetzt scheinen die Fische fertig zu sein und jetzt kann man die rausnehmen, ne? Lecker, lecker sieht das aus. Und jetzt, genau, fertig. Moment, ich nehme einen Teller. Und jetzt werden die schön warm gegessen. Das ist der Fisch von Melissa. Genau. Der kleine, ne? Genau. Naja, die sind ja auch fast alle gleich groß. Das ist Und das Teller? Ist übrigens Melissa. Melissa, wink mal. Wink mal. So, und so schaut dann der fertige Fisch aus. Und die Grete wird jetzt rausgenommen, ne? Genau.